hast du nicht bedacht, oder? Die Kommunikation ist zielführend. Du müsstest dir als Mann nur mal die Zeit nehmen, dir alles anzusehen. Wenn du ins Kino gehst, genau, dann guckst du ja auch von vorne bis hinten alles. Und da kannst du nicht einfach am Ende irgendwie ein paar wichtige Sätze übersetzen. Das geht nicht. Du kannst ja nicht von mir erwarten, dass ich irgendwas verändere, wenn du gar nicht das ganze Bild sehen willst. Es geht nicht darum, es geht um Zielführung. Du missachtest mein Ziel, das ich verfolge, indem du nicht darauf hörst, was welches ich dir zu sagen es, habe. Welche Ziel ist es? Ja, darum geht es nämlich, dass du das selbst siehst. Na, das ist ja wieder so eine Pauschalursache, oder? Ich bin nicht deine Mutter, die dir alles zu erzählen hat. Ja, jetzt immer. Hier musst du mich jetzt gerade an Date erinnern. Du bist nicht meine Mutter! Hat hier Data von Star Trek gesagt. Das kannst du dir mal zu Herzen nehmen, was der gesagt hat. Nee, der Lustige daran ist, dass Data keine Mutter hat, sondern nur ein Schöpfer oder ein Schaffer. Weil Data ist ein Roboter. Okay, jedenfalls müssen wir über diese ernste Männer-Frauen-Geschichte, glaube ich, nochmal sehr aufklären. Also wir müssen die Aufklärung nochmal neu starten. Und zwar dual. Das heißt, was willst du von einem Mann? Und ich, was will ich von einer Frau? Und ich habe wirklich logisch gesehen einen leichteren Part. Den kann ich in 3-4 Sätzen machen. Ich will von einem Mann, dass er akzeptiert, dass ich einen Mann schon habe. Verstehst du, dass ich vermählt bin und dass dieser Mann dann mein Bruder wird? Mehr will ich gar nicht. Wie lange haben wir gebraucht, um uns darauf zu einigen? 4 Tage? Keine Ahnung. Also was sind denn dann andere Frauen für dich, wenn du nur von der einen das Ficken und das Fressen bekommst? Was bedeuten dann andere Frauen noch für dich? Ha? Sind die da noch wichtig in deiner Welt oder nicht? Na klar. Ja, und erklär's mir bitte, wie? Nein. Je nachdem, wie es läuft. Ein Emotionspuffer, dass du sozusagen dich im Bauchpinselt fühlst. Mutterersatz, was denn sonst? Boah, das ist nicht so einfach. Das ist totale Scheiße. Mutterersatz, Liebesersatz, Liebes. Na, Bauchpinseln, was ist denn das anderes als wenn ja, na klar ist es das. Naja, dann richtest du dich drauf, dass ich das so sage und dass ich das richtig benenne. Aber es läuft? Natürlich läuft. Ist ja mal abgefahren. Es muss laufen, richtig. Okay, dann sind wir jetzt bei diesem wichtigen Diskussionsding. Das ist nicht nur Mutter sein. Meine Mutter hat mir so viel nicht gegeben, meine Oma hat mir viel mehr gegeben. Frau sein, sagen wir die Werte der Frauen. Ich meine, kann man die positiv definieren? Bin ich ein Mann? Kann man Frau es positiv definieren? Darum geht's doch. Warte mal, okay, willst du mir auf die Frage antworten oder nicht? Was willst du vom Mann? Was willst du von einem Vermalten haben oder Vermählten oder wie auch immer? Das spielt keine Rolle. Jetzt. Du suchst was Besonderes in etwas. Ich suche überhaupt nichts Besonderes. Ich will meine Familie endlich bei mir wissen. Ich möchte auch endlich eine Familie selbst mir aufbauen. Das möchte ich. Also Kinder kriegen. Ja, das gehört auch dazu. Ich möchte die ganze Welt verändern, sodass meine Kinder hier eine wundervolle Zukunft erleben. Mehr möchte ich nicht. Und dazu gehört eine Menge Arbeit. Und die mache ich Tag und Nacht. Das ist eine Oberkopftonstimme, aber das fällt dir selber auf. Ist mir scheißegal. Da bist du mir aber klassisch ausgewichen. Geht's jetzt um Kinder oder geht's jetzt nicht um Kinder? Ja, das ist wichtig. Ich meine, ist die Bestimmung einer Frau, Kinder zu kriegen? Ja, oder? Ist es das? Ist es das nicht? Das ist und wichtig, was hindert mich daran, ein Kind zu bekommen? Sexmangel? Ja, klassisch und logisch. Sexmangel? Nein. Sondern? Freundschaft, Familie.
Mein Liebster hindert mich daran, Kinder zu bekommen, weil er nicht bei mir ist. Verstehst du das? Er ist nicht hier, deshalb kann kein Kind entstehen. Ganz logisch. Ja? Da gehören Mann und Frau dazu, wenn ein Kind entstehen soll. Und er ist nicht hier, also kann ich kein Kind bekommen. Und solange er nicht hier ist, werde ich auch kein Kind bekommen. Ich wusste, das wird anstrengend. Ich kapier es nicht. Du meinst jetzt halt das richtige Kind zu bekommen, oder was? Das richtige Kind bekommen. Naja, ich meine, das hört sich doch, ich meine, wenn ich es jetzt einmal an der Linie führe, hört sich das so an. Weil wer ist mein Liebster? Wie heißt er? Naja, der Demut. Ja. Ja, Demut ist aber demütigend. Ist mir scheißegal, so heißt er nun mal. Ja. Und wir sind vermählt, wir sind ein Paar. Wir sind wie Mickey und Mallory, alles klar? Nur, dass wir die Leute am Leben lassen. Ich weiß nicht, wer die sind, Mann. Wir haben Natural Born Killers haben am Phil und ich vorhin gesehen. Nee, ist nicht umsonst Phil, der da auf der Couch saß. Als wir Natural Born Killers zusammen sahen vorhin. War bestimmt ein total wichtiger Film. Ja! Ich hab nicht gesehen. Ich hab nur Ausschnitte gesehen. Okay, wir sind der Frage wieder ausgewichen. Okay, also für eine Frau jetzt darum, das richtige Kind zu kriegen oder was? Das richtige Kind? Nee, was ist denn das unrichtige Kind, bitte? Nee, was ist denn in deinen Augen das unrichtige Kind? Im schlimmsten Fall Vergewaltigung, oder? Ich meine, das wäre das unrichtigste Kind wahrscheinlich für eine Frau, oder? Was stört dich so sehr daran, dass ich einen Liebsten habe, der nicht du bist? Das sieht mich so einfach überhaupt nicht. Wieso kommst du denn, wieso redest du jetzt von Vergewaltigung? Ich rede über Parameter zwischen Mann und Frau. Warum will eine Frau überhaupt einen Mann haben? Gibt es da einen Grund? Gibt's den? Hm? Können wir ja mal nachfragen als Mann, hä? Warum wollt ihr Männer, hä? Wenn ihr Kinder haben wollt, dann ist es schon eine richtige Perspektive, logischerweise. Ich hasse dich. Naja, ich hasse dich, du Drecksäufer. Das darfst du ja nicht tun, ich werde jetzt sowieso ins Bett gehen. Weil es schon 2 Uhr ist. Naja, ich muss mir nicht deine Fragen beantworten. Aber das ist systematisch bei Frauen, dass sie sich selbst ihre eigenen Fragen nicht beantworten, weil sie sich selbst ihre eigenen Fragen noch nicht mal stellen. Und das macht einen als Mann schon ein bisschen kürzer. Wieso machen wir das so kompliziert? Ist ja alles so bescheuert. Liebe macht Sinn. Hm? Oder tut sie nicht? Das ist die Frage. Wo ist denn hier bitte schön Liebe am Start? Na du, wir haben schon uns auf ein relativ gutes Liebesverhältnis eingelassen. Ne? Hey, ja. Mach ich. Obwohl, heute vielleicht nicht mehr. Nö. Vertrauen ist für die Liebe. Und das, was Marco sagt, ist genau sein Problem. Vertrauens. Dingsbums. Aber Vertrauen haben wir auf einer großen Ebene verloren. In jeder Hinsicht. Ja, du guckst ja nicht mal den Film komplett an. Na, sei nur mal ehrlich. Du mal ehrlich. Der ist furchtbar wichtige Information für unser Leben. Ja, aber dann in Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ja, na, aber gerade so. Du warst schon mächtig polnisch, tschechischer oder was auch immer Akzent. Das gehört dazu. Es ist Kunst. Es ist Kunst, aber man sollte Kunst nicht aufblähen. Ich bin kein Mann.
Man sollte als Frau auch das nicht tun. Ich bin keine Frau. Na, wer bist du denn? Mädchen, wie oft denn noch? Mädchen, weil ich Mädchen bin. Philipps Mädchen bin ich. Ja, hat ja dazu noch. Oh. Herrn Demuts Mädchen bin ich. Ja, Demut, Demütchen. Hm? Du wirst noch gedemütigt werden, das kannst du aber wissen. Ja, wollte ich mehr als noch, das reicht. Sprach der Skorpion, ja. Mallory hat einen Skorpion auf ihrem Bauch tätowiert, ja. Ja, schön, weil sie wahrscheinlich Skorpion war, weil die immer so unglaublich toll auf ihr eigenes Sternzeichen zu sprechen sind. Das ist so Kreativität beim Skorpion. Aha, ich habe mir einen Skorpion auf dem Bauch tätowiert. Oh, ich bin voll schick. Das ist ein Zeichen gewesen. Das war ein Zeichen für mich. Das war die Verbindung. Mallory, ich bin Mallory, okay? Wer ist denn Mallory nun los wieder? Ja. Die von Natural Born Killers oder was? Gruß an dein Gedächtnis, es ist noch vorhanden. Ja, das funktioniert manchmal, aber. Das macht das Leben so schwer und anstrengend mit dir. Sag mal, Engel haben kein Gedächtnis, deswegen sind wir ja hier. Stell dir mal vor, ich würde mich an alles erinnern. So emotional, dann wären wir nie in dem Bezugssystem. Wir haben nie eine Verbindung. Niemals haben wir eine Verbindung, wir zwei. Nie, sprich eine Verbindung zwischen uns beiden. Wir haben eine stärkere Verbindung, wenn du dir selber zugetraust. Und ich mir auch. Und das ist auch gut so. Ja, als ob du besser Bescheid wüsstest über mich und meine Gefühle und Empfindungen. Du als Alki. Ich will das ja nicht. Ich will das überhaupt nicht. Dann behaupte doch nicht, dass du es besser weißt. Erzähl doch nicht so einen ich Scheiß. Ich behaupte, dass ich dich mag, wofür ich dich nicht verstehe. Damit bin ich schon an meine positiven Grenzen gekommen. Das ist doch schon mal gut. Umgucken. Na klar, da wirst du mein Pimmel mir mit meinen Daumen mit Sekundenkleber festkleben. Ich würde niemals meine Augen auf dieses Ding richten. Ja, ich freiwillig. Ja, du kannst ja auch nicht tun, meinetwegen. Ich kann ja auch das Licht ausmachen. Oh mein. Eigentlich auch sowas zu sagen. Ja, das war jetzt ein Ego-Punkt. Hör auf, mich zu belästigen. Seite. Ja, na klar, ich belästige dich. Ja, das tust du. Oh, jetzt haben wir furchtbaren Bilder, die du erzeugst. Ah, Penis, oh Mann. Du, ich lass dich mit deinen Penisbildern, mit deinen schrecklichen Arena. Jetzt ist das ja auch 2:04. Ich bin ja nicht bescheuert, mir das alles zu tun. Gott, na. Gehen die Leute auf der Straße, eigentlich absichtlich so langsam. Gehen die Leute auf der Straße, eigentlich absichtlich so langsam. Wollen sie verhindern, dass wir vorwärts kommen? Manchmal könnte man meinen, ihr blödes Schlendern wäre Absicht. Um es mit Lilos Worten zu sagen. Hilfe. Hilfe. Hilfe.
Sind die deine Stimme oder wie? König Alkohol gehört besiegt. Wer möchte mir helfen? An wem es obliegt? An jedem. Mir zu helfen. Daran verstarb auch mein Vater. An gebrochenem Herzen. Jack London, König Alkohol. Ich möchte das Buch zurückhaben, lieber H.P. Naus. Es ist zu Ende gelesen, ich nehme mich noch nicht. Hartmut Peter Naus. Du treibst dich rum in welchem Haus? Boah, ich muss was trinken. Pfefferminztee. Damit ich nicht wieder zu fließe, muss ich jetzt Stopp drücken. Das wird, glaube ich, das fünfte Video. Wenn ich mich recht erinnere. April 55 ist mein Baby geboren. Vielleicht hat das ja jetzt einen Effekt. Gutes Nächtle. Es ist 2:07 Uhr. 14.01.